Zivilisten in Gefahr. Servus, Grüezi und Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 Warlords in New York. Und ihr seht, Ranger nimmt sich eine kurze Auszeit, er meditiert, denn er ist von einem Einsatz zurück. Wir stehen vor den Toren Havens und da schauen wir jetzt einfach mal, was da als nächstes für uns ansteht. Ich habe den Eindruck, da gibt es eine kleine Nebenmission. Bevor wir uns also dann dem letzten der vier bösen Buben zuwenden, Kachika, schauen wir mal, was es hier in Haven für uns als nächstes noch zu erledigen gibt. Ups, da sind wir dann eins zu weit gelaufen. Da müssen wir rein. So, und ich denke, wir müssen nach unten. Und vermutlich uns mit Kelso unterhalten. Okay, Nebenansatz in der Doyer Street. Okay, soweit alles klar. Aber möchte uns hier keiner etwas erzählen dazu? Feilau? Auch nicht. Dann schauen wir einfach mal in der Übersichtskarte, worum es denn da zu gehen scheint. Ich schätze, die Rikers sind jetzt Drachen und sitzen auf einem Haufen Gold. Wir haben gesehen, wie sie schwere Maschinen ins Gebäude schafften. So ein Zufall. Wir glauben, dass sie Munition produzieren. Mit Gold statt mit Blei. Und dass sie Messingmüll für Hülsen einschmelzen. Sind da nicht um die 6000 Tonnen Gold in der Reserve? Ja. 2 Unzen Gold pro Kugel. Das macht dann wohl... Naja, das kann sich ja jeder selbst ausrechnen. In jedem Fall ist es krass. Einfach nur krass. Tja, kann sich also jeder selbst ausrechnen? Naja, ich glaube, jeder von uns kennt sich ja mit Unzen sehr gut aus. Wie viel Unzen oder wie viel Unzen in einem Kilo sind. Naja, okay, ihr dürft es gerne ausrechnen und mir in die Kommentare schreiben, da bin ich mal gespannt. Nichtsdestoweniger, Kugeln aus Gold, naja, was soll ich jetzt dazu sagen? Wer hat, der hat, ne? So, auf geht's. Also, dann werden wir das wohl zu unterbinden versuchen, hier mit Gold rumzuspielen. Ja, also, dann lasst uns mal hingehen und das Ganze hier entsprechend bekämpfen. Zivilisten in Not. Ja, aber um die können wir uns leider gerade im Moment nicht kümmern. Wir können ja schließlich nicht überall zur selben Zeit sein. Aber um die bösen Buben werden wir uns kümmern. Einfach reinspazieren. Erwarten Sie heftigen Widerstand. Aha. Ich komme damit gerechnet. Der Battery Park District wurde nach der Flut des Hurricanes verwüstet. Jetzt ist das Meer sowas wie ein Sumpf geworden. Dort war viel Wohlstand angesiedelt. Die Ansässigen nutzten ihre Vorräte und Verbindungen, um zu fliehen, bevor alles abgeriegelt war. Die meisten hatten diese Option nicht. Das Gelände mit einem Geschütz. Aber damit war zu rechnen. Schalten Sie es aus, Agent. So, da müssen wir jetzt irgendwie an das Geschütz rankommen. Und höchstwahrscheinlich von hinten. So.
Ah ja. Rikers Patronenfabrik aussieht. Gut. Dann bringen wir unser Geschütz mal in Cooldown und schauen uns das Ganze mal an. Okay. Aha. Sehr schön. Tja, ein aufgehängter Bus. Wer möchte sowas nicht? Als Thumbnail. Sehr gut. Okay. Und rein in die Federal Reserve. Gut. Dann nehmen wir mal den Aufzug. Oha, da kommen sie ja, die bösen Buben. So, das war mit Sicherheit nur die erste Welle. Das nehmen wir auf. Da kommen auch schon die nächsten. Funksignal abgefangen. Hier mit 1MG. Die Division darf die Queen nicht erreichen. So, da drüben gibt es noch ein bisschen Material zu mitnehmen. Ja, wir wollen ja nichts verkommen lassen. Sehr schön. Die Queen. Gibt es hier auch noch was? Munition haben wir 5. Gut. Da ist noch ein Geschütz-Agent. Die haben es echt eilig, ihre Munition zu verschwenden. So, ich habe hier auch ein Geschütz. Der sich von der Seite anschleichen, der Böse. Bubi Bubi. So, ist das jetzt die richtige Reihenfolge? Oder hätte ich erst von der anderen Seite? Nee, das passt sehr gut. Okay. Noch mehr? Oh ja. Ups. Da
habe ich doch was übersehen. Okay, wie kommen wir jetzt an das Geschütz? Wie geht da? Okay. Gold wird unten in einem Tresor sein, aber sicher haben sie ihn abgeriegelt. Sie müssen das Sicherheitssystem lahmlegen. Schalten Sie einfach den Strom ab. Ja, der Schlüssel zum Elektroraum, natürlich klar. Einfach nur den Strom abschalten. Tja, pff. Klar, natürlich. So. Tja, wo Urkräfte sinnlos waren. Kaputt schießen klappt immer. Sie sollten jetzt durch die Sicherheitsschleuse kommen. So, dazu müssen wir rechts runter und die Treppe, glaube ich. Haben wir da hier noch was? Hier gibt's noch Spezialmunition. Hochgeschwindigkeitsmunition. Genau das Richtige hier für unser Schnellfeuergewehr, unser Sturmgewehr. Scanne. Gold. 24 Karat. Die Rakers wollten wohl ihr eigenes Geld prägen. Zumindest waren sie schlau genug, Gold zu verwenden. Ich schicke Leute, um den Ort abzusichern. Hauen wir auf die Scheiße! Ich hasse... So, wo seid ihr denn? The Bullet Queen. Die muss getötet werden. Ja, das werden wir auch hinkriegen, oder? Schauen wir mal, wenn sie die Raketen damit dabei helfen. Tja, das war dann wohl mitten ins Gesicht. Das Ziel vorgenommen. Ich bin überrascht, dass sie sowas durchziehen können. Das ist ein cleverer Haufen, der sich offenbar Gedanken um seine Zukunft gemacht hat. Wer die Waffen und das Geld kontrolliert, hat die Macht. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Das sollte sie um einiges zurückwerfen. Gut gemacht, Agent. Ja, ich bin halt doch einfach der Beste, ne? Auf mich kann man sich verlassen. Wenn Rager in New York unterwegs ist, dann ist ein Sheriff unterwegs, der für Recht und Ordnung sorgt. Okay, Freunde. An dieser Stelle möchten wir es auch wieder mal belassen. Wir haben kleine Nebenmissionen gemacht. Ich, der Badenfarmer, möchte mich wieder mal recht herzlich bei euch bedanken. Und zwar wie immer mit einem kleinen Tänzchen. So, ich sage recht schönen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal wieder hier bei mir auf dem Kanal. Tschüss, ciao, cheerio.